Hallo Freunde, ich grüße euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, allesamt miteinander, guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ja? Schön. No coffee, no working. Extra klasse, dieser Kaffee heute Morgen wieder. Ich bekam für mein Video von vorgestern einen Kommentar rein. Es ging um Französisch lernen. Und da hat ein Abonnent geschrieben, Thomas, pass mal auf, wenn die Jungs 3 Monate lang Französisch lernen und dann mit einem Wortschatzstamm von 450 Wörter rübergehen in die Regimenter, also abkommandiert werden, reicht das überhaupt? Kann es dann nicht im Kampfeinsatz zu Missverständnissen kommen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Ich war, wie ihr besser wisst als ich, oft im Einsatz und es gab eigentlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, nie irgendwie ein Missverständnis, auch im Einsatz nicht. Und zu dieser Ausnahme komme ich gleich mal, ja. Die ist tragisch-komisch, würde ich sagen. Und dann muss man eine andere Sache sehen. Ich glaube, das war 91 gewesen, 1991, da war die Legion mit im Einsatz im Irak. Nicht das Dösem Rep, mein damaliges Regiment, sondern das Dösem RAI zum Beispiel und das Premier Rec und andere. Vom Rep waren da nur die GCP, der Groupement Commando Parachutist, also unsere Crème de la Crème. Wir waren nicht dabei, wir hatten keine gepanzerten Fahrzeuge. Und zu dieser Zeit hat man sogar einen Zug vom 4. RAI, also von der Grundausbildung, also ganz, ganz junge Legionäre, die gerade mal so ein paar Worte beherrscht haben, die hat man abgestellt, also 30 Mann abgestellt zum 2. RAI. Deuxième Regiment Étranger d'Infanterie, das sind Panzergrenadiere der Legion. Und die sind dann mit diesen Jungs in Einsatz gezogen. Und es hat wunderbar geklappt. Ja? Ich komme zu dieser tragisch-komischen Ausnahme gleich im Anschluss, wollte euch aber vorher was anderes erzählen. Folgendes. Ich habe schon einen Clip gemacht über Hinterhalt. Wie man Hinterhalt anlegt. Das war auf meinem großen Kanal. Ja? Und dann ein Folgeclip, wie man eben einem Hinterhalt begegnet, Reaktion auf einen Hinterhalt. Aber bei der Fremdenlegion ist das viel, viel mehr. Warum? Du bist Zugführer in einem Zug in der Fremdenlegion. Du bist aber nicht unbedingt der Älteste. Du bist nicht unbedingt der Erfahrenste. Du bist nicht unbedingt der Intelligenteste. Du bist auch nicht der, der am meisten Einsatzerfahrung mitbringt. Und du bist auch nicht der Mann im Zug, der jetzt von seiner Persönlichkeit vielleicht am meisten Autorität mitbringt. Nein, bist du nicht. Ganz und gar nicht. Legion ist special. Legion ist nicht wie andere Einheiten. Legion ist irgendwie total unterschiedlich, anders. Du hast in deinem Zug womöglich Männer, nein, ganz sicher Männer, die in ihrem Leben vorher Offizier waren, die damals schon im Kriegseinsatz waren. Du hast in deinem Zug, wie es bei mir der Fall war, Kampfjetflieger, erfahrene Kampfjetflieger. Ja? Ich hatte in meinem Zug einen Mann, das war der Neffe vom Papst, nee, der Cousin vom Papst. Ich hatte in meinem Zug einen Thompson, zum Beispiel einen Engländer, einen Briten, der war knapp 40 Jahre alt und der war im Einsatz gewesen, im Hardcore-Einsatz gewesen in Falkland. That's the point. Und solche Leute hast du in deinem Zug. Du hast immer einen, der was besser kann als du, der intelligenter ist als du, der mehr Military Skills mitbringt als du, der in seinem vorherigen Militärleben eine größere Hausnummer war vom Rang her als du, der in seinem Vorleben, im Zivilleben vielleicht Bankdirektor war oder im Drogenkartell oder irgendwie ganz besonders gewieft in Sachen Finanzen. Du hast immer jemanden in deinem Zug, der sich mit Elektrotechnik besser auskennt als du. Aber das ist ja auch nicht die Quintessenz vom Zugführer bei der Fremdenlegion, dass du alles besser kannst, alles besser weißt, die meiste Erfahrung hast und die größte Autorität ausstrahlst. Nein, bei der Legion, Zugführer bei der Legion, da geht es um andere Dinge. Du bist der Mann im Zug, der die Jungs in den Einsatz führt. Du musst dir deine Jungs vorstellen als 45 Mann. Jeder Mann ist ein, was ich nenne, ein Dot, ein Punkt, eine kleine Area.
mit verschiedenen Skills, mehr Skills, als du dir jemals hättest vorstellen können. Du hast da einen Reichtum bei dir, einen unerschöpflichen, unermesslichen Reichtum. Und du bist der Mann im Zug, Zugführer, der diese Dots zusammenbringt. Du nimmst alle kleinen Dots, hier, da, dort, oben, unten, rechts, links, und bringst sie zusammen. Du fügst sie zusammen zu einer Einheit. Und das ist dein Job als Zugführer. Und wenn dann diese Dots eine Einheit bilden, dann gehst du mit den Jungs los und gehst in Einsatz und schlägst die bravourös. Dann sind es nicht mehr 45 verschiedene Seelen, 45 Lost Souls, 45 Dots. Dann bildet ihr eine große Seele, eine pulsierende Einheit, weil du sie alle zusammengebracht hast, durch deine Action, durch dein Wissen um die Notwendigkeit, dass es genau so gemacht werden muss. Ja? That's the point. Du bist der, der sie alle zusammenbringt. Du bist der, der alles vereint. Du bist der, der sie alle einem gemeinsamen Ziel entgegenführt. Und das ist der Sieg. Das ist die Auftragsausführung. Das ist das, was die Vorgesetzten von dir möchten, haben möchten. Du bist aber auch ein Hüter der Moral. Als Zugführer in der Legion bist du ein Hüter der Moral. Ich habe es oft genug gesagt, bei der Legion gibt es nicht dieses wir gucken, wir achten nicht drauf, wie Collateral Damage entsteht. Nein, du gehst rein in den Kampf mit dem absoluten Wissen, no Collateral Damage. Und du als Zugführer bist der Mann, der darüber wacht. Streng darüber wacht. Und wenn du irgendwie Legionäre siehst oder einen Gruppenführer oder eine Gruppe, die gegen diese Maxime No Collateral Damage verstößt, dann bist du der Mann, der sofort den Finger in die Wunde legt. Dann bist du der Mann, der bestraft. Dann bist du der Mann, der abwatscht. Dann bist du der Mann, der vielleicht einen Dot nimmt und den mal temporär aus der Gemeinschaft wegholt, abholt. Dorthin, wo er hingehört. Ja? Und wo dieses Dot hingehört, das denkt, aus Jux und Dollerei Collateral Damage anzurichten, das könnt ihr euch denken. Ja, und wenn der seine Strafe abgesessen hat, dann kommt dieses Dörtchen wieder zurück und wir bilden wieder eine Einheit. Ja? Du bist der Mann als Zugführer, der darauf achtet, dass die Legionäre im Kampf den Ehrenkodex der Fremdenlegion im Herzen haben und ihn in der Praxis umsetzen. Jeden einzelnen Tag. Bei jeder nur erdenklichen Möglichkeit. Immer. Im Kampf. Sowie auch bei der Ausbildung. Das ist ganz wichtig. Also als Zugführer bist du nicht der, der in allen Dingen glänzt, der am besten ist, am intelligentesten, der mehr Erfahrung hat, der im Vorleben den höchsten Rang bekleidete irgendwo in einer Armee. Nein. Du bist der, der sie alle abholt und der sie in Einsatz führt, weil du der Menschenzusammenbringer bist. Du hast sie alle vereint. That's the point. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Sache. Immer noch in Sachen Fremdenlegion und Zugführer und du weißt nicht, wen du hast und welche Werte du in deinem Zug hast. Folgendes. Das war im Algerienkrieg und solche Beispiele gibt es in der Legion tausende. Sidi Bel Abbès, Algerien. In den Jahren 59, 60. Da gab es eine Besichtigung und kam ein General. Das war ein Brigadegeneral, 2-Sterne-General. Da hat die Legion eine Vorführung machen müssen, also Einsatzvorführung, ja, Manöver. Und der General hat dieses Manöver beobachtet. Als Manöver rum war, gab es ein Antreten. Und der General ist durch die Reihen marschiert. Ja? Die Legionäre mit ihrem weißen Käppi standen alle da, stillgestanden. Und der General lief vorbei und hat sie gegrüßt. Und dann hat er eine Ansprache, halt den Wollen. Bevor er aber dazu kam, ist ihm ein Legionär aufgefallen. Also der trug ein Käppi Blanc, hatte einen Bart, der Legionär trug ein Käppi Blanc, hatte einen Bart, war hochgewachsen und war vom Rang her ein einfacher Legionär. Legionär der Deuxième Classe, einfacher Soldat. Aber der hatte irgendwas. Der hatte irgendwas, was den General, den Brigadegeneral, also 2-Sterne-General, hat stutzig machen lassen. Dann hat er seine Rede gehalten, hat zum Wegtreten befohlen, zum Legionär aber gesagt, zum Bärtigen, du bleibst hier. Und als alle weg waren, ging er hin zu dem Legionär, hat ihn gefragt, du pass auf, was du gemacht hast vorhin beim Einsatz hier, bei dem Manöver, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Da stecken Kenntnisse dahinter. Du bist doch einfacher Legionär, aber irgendwie, wo kommst denn du her?
Und da hat der Bärtige gesagt, ich komme aus Russland, Herr General. Und da hat der General weitergebohrt, hat er gefragt, warst du bei der Armee? Hat der Bärtige genickt, jawohl, General, ich war bei der Armee. Okay, und was hast du da für einen Dienstgrad? Und da sagt der Bärtige, ich war General, mon General. Ich war General, Herr General. Und da hat sich herausgestellt, dass das ein Divisionsgeneral war. Oder ein General der Division. Ja? Er hatte also mindestens, ich weiß nicht, wie das in Russland ist, oder gewesen ist damals, 3 Sterne. Und somit einen mehr als der General, der gerade vor ihm stand. Als dieser Brigadegeneral. Ja? Und solche Experiences erlebst du als Zugführer ständig. Ständig. Du musst deine Jungs immer mit Respekt behandeln, immer ein bisschen Demut zeigen, du musst sie mit voller Härte behandeln, du musst sie ausbilden, damit sie mit dir und für den gemeinsamen Auftrag in den Kampf ziehen. Du darfst aber nie außer Acht lassen, wen du da eventuell vor dir haben könntest in deinen Reihen. Und du musst die Fähigkeiten deiner einzelnen Männer abrufen und nutzen. Ja? Abrufen und nutzen. Und wie gesagt, dein Auftrag ist es, alle Männer mit ihren Fähigkeiten zusammenzubringen, dass ihr eine Einheit bildet. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Glaubt mir. So, und jetzt komme ich mal zum tragisch-komischen. Es geht um die Sprache. Ich habe gesagt, ich war 17 Jahre lang dabei. Ich habe nie erlebt, dass es aufgrund der sprachlichen Kenntnisse Missverständnisse gegeben hat im Einsatz oder auch beim Manöver. Und ich habe von einer Ausnahme gesprochen. Eine Ausnahme war ein Japaner. War ein Japaner bei uns, war Sergeant. Der Sergeant ist leider in den späteren Jahren als Zivilist im Irak ums Leben gekommen. Der war in der Private Security. Und auf jeden Fall waren wir da, wir hatten da einen Handstreich gemacht. Einen Handstreich. Wisst, was ein Handstreich ist? Wenn nicht, erkläre ich es euch später nochmal. Ja. Und der Zugführer war ein Korse. Das war der Konta, Noel Konta ein Korse. Ein geiler Typ. Und als Zugführer, wie gesagt, du hattest damals deinen Zugtrupp, du hattest die Gruppen 1, 2, 3 und dieser Japaner, dieser Sergeant, das war ein Gruppenführer der ersten oder zweiten Gruppe, spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall Handstreich. Handstreich durchgeführt, es war nachts, mitten in der Nacht und irgendwann kommt über Funk die Meldung vom Zugführer nach unten zu dem Gruppenführer, décroché. Nee, es war décrochage. Er sagte décrochage. Und Décrochage heißt, lösen vom Feind. Auf Deutsch abhauen. Décrochage. Der Japaner, der hat nicht ganz verstanden, was da gesagt wurde. Der hatte da Zweifel. Und da hat er nochmal nachgefragt. Repete, wiederholen Sie bitte. Und der Zugführer sagt wieder, Décrochage, Décrochage. Und dann hat der Japaner genickt, ja, okay. Und dann hat er sich rumgedreht zu seinen Jungs gesagt, wir bleiben hier, wir schlagen Biwak auf. Und warum? Das war ein eindeutiges Missverständnis, denn er hat verstanden, sagte Couchage und nicht Décrochage. Und sagte Couchage heißt Schlafsack. Und das war die Ausnahme von der Regel. Also ich habe da später mit dem Funker gesprochen von diesem Sergeant. Und er hat mir das erklärt. Wir mussten alle herzlich lachen, das war schon brutal. Musst dir vorstellen, du führst einen Handstreich durch und danach ist Lösen vom Feind angesagt. Und der Gruppenführer befiehlt, sagte Couchage, holt eure Schlafsäcke raus, wir bleiben hier, machen Biwak. Geil, wir verbringen die Nacht hier. Ja? Und während diese Gruppe dann eben sich eingerichtet hat, um dort zu pofen, ja, am Einsatzort, da waren die anderen Gruppen schon meilenweit weg, einem anderen Auftrag entgegen. Cool. Irgendwann ist natürlich aufgefallen, dass da eine Gruppe fehlt und dann hat sich das Ganze als Missverständnis herausgestellt. Hurra, die Gams aus Kurs die Welt. So, liebe Leute, das war's für heute. Einen kleinen Zusatz vielleicht noch. Wie ihr besser wisst als ich, bin ich der Autor vom Buch Urban Survival. Urban Survival war ein Bestseller. Der Verlag hat dieses Buch jetzt herausgebracht als Hörbuch. Ja? Also eure Stimmen wurden gehört. Es gibt ab sofort Urban Survival als Hörbuch. Der Sprecher ist sehr bekannt. Er hat eine sehr markante Stimme. Ich habe mal da reingehört und ich kann sagen, ich hätte es nicht besser machen können. Normalerweise hätte ich das Ding machen müssen, also ich sprechen müssen, aber ich bin da zunächst mal auf technische Widerstände gestoßen, ja, und habe festgestellt, dass es ziemlich schwierig ist. Dann hat der Verlag reagiert,
Die haben das einem professionellen Sprecher in die Hand gegeben. Und was soll ich sagen? Das Resultat war, wow, einfach nur genial. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Besorgt euch das Buch, hört mal rein und gebt mir hinten raus euer Feedback. Danke dafür. So, jetzt definitiv, das war's für heute. Ich melde mich ab. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche uns mehr noch Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist: Krieg ist scheiße, immer noch unter allen Facetten. Tschüss, Servus und bye bye. Feelings crazy, narrow bound. Here we are, here you are, here I am, moving towards invincibility.